Jetzt muss ich nur erst einmal schauen, dass wir... dass ich mal in die Ego komme, weil ich würde nämlich gerne das Ganze 4 hoch machen. Genau. 4 hoch machen. Wie ist es, wenn ich... Okay, das wird dann automatisch so. Das ist halt jetzt dann das andere, ne? Wenn ich jetzt das so mache, dann müsste ich normalerweise... Ja, dann müsste ich das so machen. Ich müsste im Grunde immer erst 2 davon und oben dann die hier hin machen, dass ich das als Rahmen habe. Und schon schaut es doch ganz nice aus. Irgendwie. So, hier hätten wir dann natürlich das Gleiche. Jetzt muss ich nochmal gucken. Weil hier in dem hinteren Bereich soll ja dann das Arbeitszimmer, sage ich jetzt mal, sein. Ne? Würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bis dahin sollte es dann normalerweise gehen. Dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10. Genau. Dann kommt hier noch einer hin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wenn ich das nämlich so mache, dann hätten wir hier 50. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre dann im Grunde so, dass ich... Oh, das ist jetzt halt blöd, ne? Weil, warte mal, eine, dann hätte ich da 1, 2 für die Tür. Ja doch, das passt dann schon. Das passt dann schon. Das muss noch 3 nach oben. So, dann kommt das dahin. Du und du, ihr kommt raus. Und ihr kommt rein. Genauso noch die beiden. Und dann ist da nämlich Tür. So. Genau. Dann gehen wir mal ganz kurz in die Egon-Perspektive, in die äußere Perspektive. Nicht den Tauschmodus, bitte. Wir brauchen den Fill-Modus. Einmal nach unten schauen. Gut. Damit hätten wir zumindest schon mal die vordere Wand mit dem Eingang zum Rathaus. Ich mache jetzt halt hier mal nur noch 5 solche Dinger hin, einfach nur, dass ich ein bisschen einen Platz vorne dran habe. So, im Grunde ist das ja, ich sag jetzt mal, ja schon das Rathauszimmer an sich. Allerdings soll das, Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Also ich muss natürlich schauen, dass ich das... dass ich das irgendwie symmetrisch hinbekomme. So, und da wir noch einiges zur Verfügung haben, ist natürlich wieder die Frage, ne? Wer ist denn eigentlich unser Bürgermeister? Wer ist denn das? Wen lassen wir denn da drin wohnen? Der König ist es ja im Grunde nicht, weil der König ist in seinem Thronsaal. So, und es muss natürlich regnen, ne? Das ist klar. Ich mach's jetzt nur mal bis daher. Vor allem jetzt fällt mir gerade ein, ich kann ja den Raum noch viel größer machen.
Man könnte im Grunde das hier so als den Eingangsbereich, ne, wo man dann auch Bänke hinstellt und sowas wartemäßig, dann könnte man an die Stelle hier, könnte man dann einen Tresen stellen. Ja, ich glaube, so mache ich das. Dann muss man nur noch überlegen, wie ich das mit den Fenstern gestalte. Weil die Häuser, die jetzt hier so in dem Umfeld gebaut werden, die sollen alle diese Backstein sein. Und ich glaube, man kann die ja färben, oder? Genau, die kann man färben, die hier nicht. Und die kann man auch färben. Also man kann im Grunde nur die Fachwerkmauer ohne Holz, die kann man nicht färben, seltsamerweise. Sondern nur das mit Holz. Okay, ist auch ein bisschen komisch, aber ist halt so. So, dann machen wir hier nochmal. Dann hier nochmal. Warum seid ihr jetzt? Warum seid ihr jetzt nur... Komisch. Vielleicht muss ich es so machen. Ja, dann machen wir es eben so. Das ist mir ja dann Latte, ne? So, 2, 4, 5. Das muss natürlich alles passen, ne? Ist klar. Moment. Dann haben wir hier... Genau. An der Stelle. Und dann haben wir hier nochmal die Mitte. Yes. Dann können wir jetzt erstmal alle Querbalken ziehen. Okay, hier sind es ja 5, ne? Ja gut, aber warum auch nicht? Das ist ja egal. Weil hier haben wir ja im Grunde bloß 4. Und hier haben wir 5. Hier sind es 4. Okay, nee, das passt schon. Das haut nur uns da durcheinander, ne? Das ist das Einzige. Und der Wand haut uns dann durcheinander. Ach. Egal. Wir können ja hier noch einen zweiten Eingang oder sowas reinmachen. Oder hier, oder... Also so eine Art Nebeneingang hier an der Stelle. Warum nicht, ne? Da nochmal seitlich eine Tür. Ich mache das jetzt auch nochmal komplett zu, wollte ich gerade sagen. Ich sollte mal anfangen, meine Sätze immer zu beenden. Mir ist das aufgefallen beim Schneiden, dass ich sehr häufig meine Sätze anfangen, aber dann irgendwie nicht beendet. So in der Art, naja, ihr wisst dann schon, was ich meine. So. Dann da oben wieder Balken, bitte. Ausgefallenheitsstufe habe ich gerade gesehen, da seitlich. So. Dann hätten wir das jetzt erst einmal zu. Bis auf da. Dann ist natürlich die Frage, Tür und welche Fenster. Fenster würde ich halt gerne mal andere nehmen. Ne? Wir könnten uns die ja mal angucken. Vor allem könnte ich mal die Werkbänken mit nach oben nehmen. Oh, halt, ich wollte da eh noch ran. Hier. Weil der hat, glaube ich, da hat, glaube ich, das Schaf geworfen. Yes. Gut. Lamm verlässt die Insel. Ich habe nämlich vorhin schon... Ja, mach's gut. Ich habe nämlich vorhin schon mal einen Küken weggeschickt. Weil ihr wisst ja, ne? Küken werden Hühner und die Hühner, die legen dann überall auf dem Island, legen die dann ihre Eier überall hin. Und... Das möchte ich ja nicht.
Das möchte ich ja vermeiden. Genauso die Schafe, die dann überall ihre Wolle hintroppen. So. Das Einwohnerverzeichnis würde ich dann sogar gleich mit hier reinbringen. Wir bräuchten nur... machen wir dann auch wieder so einen Tresen hin? Das wäre doch, glaube ich, auch nicht verkehrt, oder? So, wo haben wir es denn? Möbel? Also anstatt irgendwie solche Tische nebeneinander zu stellen, dass wir dann eben auch so eine Theke nehmen. Ich weiß halt nur nicht, ob das hinhaut. Müssen wir schauen. Ich weiß jedenfalls, jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, wo bist du? Da bist du. Wir brauchen nämlich trotzdem auch einen kleinen Holztisch, oder besser gesagt drei kleine Holztische. Und das sind ja diese hier. Glaube ich. Ach nee, kleiner Holztisch, das da war's. Weil steht ja kleiner Holztisch. Da steht zwar auch wieder beliebig, aber ich bin mir sicher, dass es dann der hier ist. Gut, dann braucht man ein Schild. Das könnten wir ja eigentlich auch gleich machen, weil Schilder habe ich, glaube ich, nicht irgendwo. Schild, Schild. Und bestimmt ist es bei Deko und bestimmt ist es auch nicht nur das einfache Schild, sondern dieses extravagante Schild oder was weiß ich, wie das heißt. Wo bist denn du jetzt? Da doch nicht. Da sind diese Schilder. Oh je, jetzt geht's wieder los, ne? Mit der Sucherei. Ich glaube nicht, dass ihr hier seid. Also ihr müsst entweder bei Möbel sein. Einfach mal die Augen offen halten, wenn es geht. Ja, da habe ich bloß dieses Preisschild, habe ich da. Habe ich das noch nicht freigeschalten? Da haben wir... Ach ja, Anschlagtafel wollte ich auf jeden Fall einmal machen. Die muss auf jeden Fall mit rein. Ich würde auch so ein Schreibutensilienzeugs würde ich mal herstellen. So, aber das, was mir jetzt noch fehlt, das ist das Schild. Da sind die ganzen Brunnensachen, die Instrumente, die ihr noch dann fürs Musikzimmer herhalten müssen. Da sind die ganzen Türen. Da könnten wir sowieso mal gucken, ob wir vielleicht die diese hier machen und die dann färben. Weil, achso, die kann man ja auch färben, ne? Aber irgendwie finde ich die hier, mein, gut, Zaubertür, aber pfeift drauf, ne? Machen wir doch da mal eine. Und als Nebeneingang machen wir eine Glastür. Da würde ich sagen, machen wir dann so eine Glasschiebetür. Kann man die färben? Ja, die kann man färben. Probieren wir mal aus. So, aber ich suche trotzdem immer noch das Schild, welches ich nicht finde. Aber die sollte doch dann normalerweise entweder bei Einrichtung sein oder bei Deko. Da sind sie doch. Meine Güte, mach doch einfach mal deine Augen auf, ne? Also gut, ein schickes Schild wird nicht gewollt. Es wird ein Schild gewollt. Oder das Schild der schicken Ratte. Das gibt es natürlich auch noch. Ich weiß bloß nicht, wo das jetzt wieder ist. Ich möchte es probieren mit einem schicken Schild, weil dieses Holzschild, das ist irgendwie, weiß nicht, das ist für Felder oder sowas gut. Also das kann man an Felder hinstellen und dann draufschreiben, was da angepflanzt wird. Aber man ist ja da auch wieder beschränkt, ist ja das Dumme. Also gut. Die Glastür. Wir gucken jetzt mal, wie man die färben kann, weil ich würde gerne... Ja. Ach, warte mal, wir holen den Farbkessel jetzt von da innen, weil an der Burg brauchen wir das eh nicht mehr da. Mit die mal weg. Das sortieren wir mal ganz kurz. Dann schnappen wir uns nämlich das Ding mal. Die Farben können wir gleich einsammeln.
Mir ist im Übrigen da oben an der Mauer aufgefallen, dass da irgendwo eine Lücke ist. Da ist eine Lücke und ich habe keine Ahnung warum. Habe ich das vergessen irgendwie zu bauen? Na, Hieronymus schaut sehr skeptisch. Dem gefällt es vielleicht nicht so ganz. So, also stellen wir mal unseren Farbböttel daher. Und wir färben jetzt mal die Türen. Jetzt gucken wir mal, wie die Schiebetür ausschaut in den verschiedenen Farben. Weil die Überlegung ist natürlich auch, dass wir hier was mit Farbe machen. Allerdings passt für mich hier tatsächlich nur entweder weiß oder schwarz. Und da ich ein freundlicher Typ bin, mache ich es in weiß. So, und genauso dann die andere Tür. Die machen wir dann auch in weiß. Die schaut halt in jeder Farbe irgendwie gut aus, finde ich, ne? So, jupp, mach. Dann können wir nämlich die auf jeden Fall schon reinpflanzen dann. Und fenstermäßig würde ich halt eher diese hier machen. Weil irgendwie, denke ich, schaut es bei dem Fachwerkhaus wesentlich besser aus. Irgendwie fehlt mir noch eine Variante oder zwei Varianten für Fenster. Ne? Na gut. Lassen wir es erst einmal dabei. Wir hauen einmal die Tür dahin. Und wir hauen einmal die Schiebetür dahin. Und dann müsste man den Raum haben schon mal. Man sieht ja der Info. Also die Größe könnte noch ein bisschen mehr sein. Das fehlen, glaube ich, 25 Felder. Ne? Weil da haben wir 50, 75, also 25 Felder mehr könnte ich machen. Aber das passt schon. So, dann setzen wir hier den Tresen hin. Wir machen hier das Einwohnerverzeichnis hin. So, dann brauchen wir drei Tische. Drei Tische. Ja, zum einen könnte man da hinten einen hinstellen. Und man könnte hier so für den Wartebereich könnte man ja auch hier seitlich vielleicht Tische hinmachen. Da einen und dort einen, genau in diese Querbalken. Hier schmeiße ich mal das Schreibset drauf. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die Glocke. Eine Glocke brauchen wir noch. So, da ist dann auch noch die Frage, wo wir die hin machen. Aber ich würde die Glocke tatsächlich vielleicht hier hin machen. An der Stelle. Dann bräuchten wir allerdings, jetzt ist die Frage, was wir da drüber machen. Machen wir das mit Seile? Da. Ja, mit den starren Stricken. Warte mal, jetzt brauchst du auf jeden Fall erst einmal irgendwas, dass du dann nach oben kommst. Ja, von mir aus Kisten. Das ist egal. Warum soll es nicht im Rathaus auch Kisten geben? Ups. Moment. So, weil dann kommen wir nämlich mal da nach oben. Weil ich muss mir ja auch überlegen, was wir für eine Decke machen. Also, oben als Abschluss würde ich gerne nochmal diese Mauer machen. Das wäre im Grunde dann erst einmal der Abschlussrand. Könnte man auch aus Holz machen. Ne? Wäre auch möglich. Aber ich möchte noch ein Dach draufsetzen. Also insofern wird man die Steine wahrscheinlich eh nicht sehen. Ui. Was war jetzt das? So, dann da noch. Ja. Und innen die Decke. Ha. Wie machen wir die innere Decke?
Ist jetzt wieder so eine Frage. Oh, wir haben zwei weiße Stühle noch. Die können wir dann unten an den Tisch mit ranstellen. Vielleicht können wir die da auch noch mit einsetzen. Die Kronleuchter, das sind die genau an den Wänden. Dann könnten wir auch die weiße Leiter ranmachen. So, was wollte ich jetzt? Das Dach, ne? Also die innere Decke, wer jetzt hat, die machen wir vielleicht in dem... Boah. Machen wir da eine Pflaumenbeerholzdecke? Immer die Frage, ne? Was macht man da hin? Sand? Nee, der rieselt dann einem immer in den Kaffee. Das mag ich dann auch nicht. Oder machen wir einfache Holzdecke? Alles ist möglich, ne? Aber Dielenboden möchte ich eigentlich nicht machen. Vielleicht das mit die Holzwand machen, weil die schaut ja mit dem Muster hier, mit dem Stirnholzmuster eigentlich auch nicht so schlecht aus, ne? Andererseits, das Pflaumenbeerholz hat natürlich auch einen Charme. Komm, machen wir das Pflaumenbeerholz als Decke oben.